Hi, in diesem Video geht es mir um mein Bastelprojekt und zwar geht es um die Bax 3 und die Möglichkeit einer FPV-Kamera in der Bax 3. Es gibt natürlich die Fertiglösung von der Firma selbst. Ich bin da nicht ganz so überzeugt von und habe mir deswegen hier ein Set bestellt. Da ist eine Sony-Kamera bei, dann halt der Transmitter für die Videosignale. Dann habt ihr ein Antennensystem dabei. Das Ganze ist sehr gut passend für die Bax. Müsst ein paar Veränderungen machen. Das ist nicht so leicht jetzt das Ganze, wie es das System ist, was hier für die Bax offiziell ausgeliefert wird. Hat aber dann doch eine bessere Reichweite. Man kann die Antenne modifizieren. Da liegt zwar eine bei, die ist recht simpel. Aber man könnte jetzt auch andere nehmen dafür. Alles im allen ist das Paket hier einfach interessanter für mich. Und es ist auch noch günstiger, und zwar ist das hier. Das ist heißt AKK Technologies, die Firma das herstellt. Und das Paket hier ist der AKK KC02. Das ist ein Komplettsystem halt mit allem drum dran. Sony Super HD 2 CCD Sensor, 600 TVL, Scanlines. Da ist dann OSD bei. Gut, kann man hier wahrscheinlich jetzt nicht großartig nutzen. Es werden also keine Parameter der Drohne halt hier auf dem Bildschirm dargestellt. Aber man kann das OSD nutzen, um den Chip hier zu verändern, halt, also die Parameter des Chips anzupassen, Helligkeit, Kontrast und so weiter und so fort. Also ein Komplettpaket, nicht vom Gearbest diesmal halt, sondern von einem anderen Anbieter. Das werde ich euch auch wieder verlinken unter dem Video. Aber kommen wir gleich zu. Modifikationen sind folgende: Ihr müsst hier in der Rückseite der Bax, ich glaube, könnt ihr einfach abziehen hier, das ist einfach rauszuziehen, das Ganze, macht ihr ein Loch. Falls ihr das Ganze hier mal irgendwie ersetzen wollt gegen das Original wieder halt, also ohne Loch, diese Klappe kostet 2,50, 2,60 ungefähr, dann braucht ihr zum Umbauen auch nochmal die LED-Beleuchtung müsst ihr benutzen. Die baut ihr also aus, die Halterung bzw. baut ihr aus. Und macht hier das Loch größer, um darin die Kamera zu verbauen später, also das vordere Stück der Kamera. Dann habt ihr direkt eine Halterung, die ihr anschrauben könnt. Finde ich eine sinnvolle Lösung halt. Ansonsten wird die Kamera zwar auch reingehen, man könnte sie auch mit Heißkleber festmachen, sieht aber unschön aus. Diese LED-Beleuchtung hier kostet auch etwas mit 62. Ihr könnt euch also hier für 5 Euro halt die Teile nochmal nachbestellen, falls ihr das im Ursprungszustand versetzen wollt, das Ganze. Kostet also auch nicht die Welt. Die LED selber, kann man jetzt natürlich sagen, die LED ist aber sehr gut, wenn man sich orientieren will. Die muss nicht weg. Ich habe sie schon bei mir umgebaut. Ich habe sie einfach hier unten in das, hier ist bei der Bax immer so ein Plastikstopfen. Der ist für die Kamera, die hier angeboten wird, für die Bodensicht. Es gibt eine, die können keine Boden einfach nur aufnehmen. Halt, für mich recht interessant, dafür nehme ich immer Google, auch für manche Leute vielleicht doch ganz witzig. Für die Bodensichtkamera halt das Loch, das ist einfach ein Gummistöpfen, könnt ihr rausmachen. In den Gummistöpfen macht ihr in der Mitte ein kleines Löchchen, klein, damit das immer noch wasserdicht bleibt hier. Dann drückt ihr diese LED, die hat so zwei kleine Stege. Die kriegt ihr übrigens sehr simpel hier raus. Die ist einfach nur hier mit so zwei Klammern reingemacht. Aus Plastik und ist einmal mit jeweils zwei Heißklebetropfen verklebt. Die löst ihr die Heißklebetropfen mit irgendeinem Schraubenzieher. Die brechen einfach so ab, diese Heißklebetropfen. Und dann biegt ihr diese Klammern hier raus. Dann könnt ihr die LED einfach rausnehmen, ohne dass die LED beschädigt wird. Die LED drückt ihr einfach halt in das Gummi, was hier unten ist, dieser Gummistopfen rein. Dann seht ihr schon, wo die Löcher entstehen. Dort macht ihr mit einem spitzen Gegenstand kleinere Löcher, drückt dann halt die Plastikhalterung halt von der LED durch diese Löcher und die LED ist dann auch wieder mit dem Gummi hier verbunden. Das Klebelchen müsst ihr natürlich vorher durchführen halt. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen hier Kleber rumgemacht, also einen normalen Kleber, einen weichen Kleber U zum Beispiel, der macht das auch ein bisschen dicht. Falls das mal im Gras landet, wäre es ja blöd, wenn das hier feucht wäre und einen kurzen verursachen könnte in der LED. Und dann könnt ihr die LED einfach wieder anschließen, ganz normal. Und das Ganze sieht eigentlich schon wieder aus wie vom Werk so hergestellt. Also wenn ihr die LED also weiter benutzen wollt, verwerten wollt, ist die Einbaumethode hier recht simpel. Gut, aber darum geht es jetzt nicht, deswegen habe ich das jetzt auch nicht im Einzelnen hier dargestellt. Eigentlich geht es mir hier um diese FPV-Möglichkeit. Und dazu müsst ihr zuerst einfach hinten die Klammer hier lösen für euren Stromanschluss.
Die Klammer ist hier gesteckt, einfach nur halt auch mit so zwei Häkchen ist hier gesteckt halt und hält natürlich die Halterung für den Stromanschluss fest. Die löse von unten, da geht er mit einem flachen Schraubenzieher rein, drückt die Klammer nach außen weg halt und dann könnt ihr die einfach rausnehmen, diese Klammer hier. Brecht den hier ab, das wäre blöd, dann müsste das Ganze nämlich festkleben, das wäre, finde ich, unschön. Wenn ihr das gemacht habt und ihr habt das hier so weit raus, also einfach rausbiegen, dann müsst ihr euch überlegen, wie ihr die Kabel am besten anbringt. Am besten zieht ihr die hier unten drunter durch, die Kabel von der Kamera, und lötet sie hier an die Punkte einfach mit an. Also ich würde das nicht hier anlöten, weil die Stelle doch recht weit zusammenliegt. Hier hinter dem hier einen kurzen, weil die irgendwie eine Lötverbindung herstellt. Das ist schon so relativ knapp gemacht. Ich würde die also hier anlöten, den Stromkabel. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Die Kamera hier selbst wird in einem Komplettset ausgeliefert. In dem Karton hier ist einmal die Antenne, die besagte, die übrigens sehr gut hier reinpasst. Ihr müsst das Loch einigermaßen aufbohren hier, macht dann mit ein bisschen mit einem kleinen Schraubenzieher erstmal in die Mitte, genau in die Mitte ein Loch, und dreht ihn dann durch, und dann mit einem Messer anschärfen könnt ihr dann einfach so lang drehen, bis die Größe hier ausreichend ist. Dann könnt ihr diese Antenne hier einfach hier unten durchschieben. Und ein bisschen Gewalt, dann geht die irgendwann durch. Wenn das Loch groß genug ist, reißt die auch nichts. Und das ist dann eigentlich schon fast wie angegossen, als wenn es hier vom Berg schon so vorgesehen worden wäre. Sieht eigentlich ganz nett aus. Kann man, glaube ich, so machen. Jetzt nochmal wieder raus damit. Und wie gesagt, die Klappen kosten nichts. Falls euch der eine hier reißen sollte, sieht unschön aus, könnt ihr einfach nachbestellen. Weiterhin ist hier der Kabelbaum, der benötigt wird. Ganz ist recht simpel aufgebaut. Da könnt ihr nicht viel verkehrt machen. Es gibt hier keine Möglichkeiten des verkehrten Steckens. Das hier muss, wie gesagt, halt mit Strom verbunden werden. Dann habt ihr hier die Kamera. Die Sony CCD-Kamera. Das ganze Set hier hat mich, so viel ich weiß, knapp über 20 Euro gekostet. Das ist also nicht die Welt, würde ich mal sagen. Und mit so einem Schutzkäppchen versehen, das Ganze. Lasse ich mal wieder drauf hier. Und des Weiteren der Sender hier, 5G-Sender. Der hat sogar 600 mW in der Maximalausbaustufe, wenn man den einstellt. Ist, glaube ich, recht unnötig. Unten nochmal ein LCD-Display, oder nicht ein LCD, ein LED-Display halt, was euch den Kanal anzeigt. Ihr könnt den durchtippen, hier sind so kleine Dipschalter dran, mit denen ihr die Kanäle einschalten könnt hier in den Seiten. Das ist eine Möglichkeit, das Gerät hier an einen Monitor anzuschließen, werde ich nicht benötigen. Ist nicht weiter relevant, braucht ihr auch nicht zum Ausbau und Einbauen. Eine Halterung, die könnt ihr natürlich auch benutzen. Dann könnt ihr die Kamera, wenn ihr das hinkriegen solltet, diese Halterung einzubauen. Ich mach das mal hier auf. Ich zieh das hier mal raus. Wenn ihr die Halterung hier ins Gehäuse irgendwie einbaut, geht auch. Kriegt ihr schon hin mit einer Schraube und ein bisschen Heißkleber, müsste das passen. Dann lässt sich die Kamera verstellen. Nicht verkehrt, wenn ihr den Neigungswinkel ändern wollt, macht das Sinn. Ich lasse es jetzt erstmal und mache es so, wie ich das jetzt auch geplant habe, hier mit. Und dann nochmal die Anleitung für den Einbau und für das Einstellen der Kamera. Denn ihr habt ja, wie gesagt, dieses OSD. Das könnt ihr dann mit dem Kabel auch machen. Ihr könnt das schon theoretisch an euren Fernseher anschließen und könnt die Parameter am Fernseher ändern. Ich denke mal, die voreingestellten Parameter halt für die Optik sind schon okay. Da muss ich, glaube ich, nichts mit dem Kabel hier ändern. Was ihr benötigt, ist ein GST-Connector-Kabel, das hier angelötet werden muss. Da liegt jetzt keins bei, das finde ich nicht so ganz so toll, aber damit muss ich halt klarkommen.
dann habt ihr nochmal hier die Erklärung zu verschiedenen Modellen, die mitgeliefert werden. Ja, okay, das war es dann auch schon. Hier die Antenne wird später dann einfach mit dem hier verbunden. Dann habt ihr hier den Anschluss für das Käbelchen. Steckt ihr einfach hier drauf. Und das wird mit der Kamera hier verbunden. Das Kabel. Das hier wird wiederum dann halt später hiermit verbunden. Müsst ihr auch wieder gucken, dass das richtig rum ist. Denn man sieht, so wie es aussieht, kann man die beiden hier auch verkehrt rum reinstecken. Bisschen ungünstig. Oder die kann man doch nicht. Das ist das Set im Prinzip hier. Und wie gesagt, ihr braucht einen GSD-Connector. Den müsst ihr hier anlöten. Den löte ich also hier an die Hauptstromversorgung an. Und dann kann das ganze System hier den Strom darüber ziehen. So müsst ihr eventuell halt auch von irgendeinem Akku, den ihr rumfliegen habt. Natürlich schade halt, aber davon müsst ihr dann eventuell eine Leitung opfern. Ihr könntet das Ganze hier theoretisch direkt verbinden. Ich will es aber so haben, dass ich das jederzeit abmachen kann und auch Sachen tauschen kann. Ich werde also den Kabel hier wahrscheinlich nicht direkt verbinden halt mit dem Stromanschluss der Bugs, sondern einfach einen Stecker eines Akkus hier nehmen, abtrennen und dann hiermit dann verbinden das Ganze. Nicht jetzt gerade von dem Akku, den nehme ich hier für meine FLV-Brille, brauche ich also noch. Und ich finde ein bisschen schade, eigentlich habe ich jetzt auch gedacht, hier wäre im Paket ein kleines Kabel beiliegend. Das fehlt aber hier, wundert mich jetzt etwas. Naja, nichtsdestotrotz müssen wir mit dem jetzt erstmal leben, was jetzt beiliegt. Könnt ihr jetzt auch schon die Batterie theoretisch hier anschließen halt und ich könnte dann halt jetzt schon das schon ein Bild wahrscheinlich empfangen. Macht aber jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Sinn. So viel ich weiß halt, ist der Bereich der Spannung, die hier benötigt wird, halt bei der Kamera oder bei dem Modul hier extrem groß, so dass man das halt theoretisch auch mit dem Akku verbinden könnte. Mache ich jetzt aber auch nicht. Hier ist auch keine Liste der Teile, die mitgeliefert werden, bei, finde ich ein bisschen schade. Dann würde ich nämlich sehen können, ob denn das Käbelchen, was ihr eigentlich, was ihr erwartet habt, was dabei liegt, ob es vielleicht verschickt gegangen ist während des Versandes oder beim Einpacken. Denn sowas stört mich schon wieder. Ich muss jetzt einen Akku opfern für ein Käbelchen. Hier die Kamera, wie gesagt, baue ich hier ein. Da müsst ihr natürlich hier das Ganze hier aufdrehen, auch wieder mit einem Messer oder mit irgendeiner Schere meinetwegen halt aufdrehen, dass die Kamera auch da reingeht. Und dann verklebt ihr das mit Heißkleber. Dann ist schon das Gröbste gemacht damit auch wieder halt. Gut. Machen wir später. So, das war jetzt erstmal ein Teil. Der andere Teil kommt im Sprit im Nachhinein. Ich muss jetzt ein paar Vorbereitungen treffen. Und ich brauche ja nicht unbedingt jetzt hier dieses Ausbohren darstellen. Im nächsten Video geht es dann halt um den Einbau der Kamera. Dann das Verlöten des Kabels. Ich hoffe, ich finde hier noch ein GSD-Kabel irgendwo, damit ich jetzt nicht unbedingt einen Akku benutzen muss. Und dann halt auch mal den Funktionstest und das Verbinden mit einer FPV-Brille, die ich hier habe. Eine recht einfache, die ich mir bestellt habe, auch von Gebis, bekommt ihr so um die 40 Euro. Aber für den Preis kann man auch nicht wirklich meckern bei dem Gerät. Und der Check, ob das funktioniert. Fliegen und aufnehmen geht im Moment nicht, da die Brille, die ich mir bestellt habe, die Möglichkeit der Aufnahme nicht bietet. Gut, dann war es das hier im ersten Video und ciao.